Hallo Leute und willkommen zurück zu Sebikavtek. Ja, ich habe ein bisschen gebastelt und ich habe uns ein bisschen Brot gemacht und ich habe ein paar Factory-Blöcke erstellt. Ich dachte mir, mein Gott, das muss man jetzt nicht die ganze Zeit sehen, oder? Ich hoffe, ich habe irgendwo meinen Chisel dabei. Chisel. Wo ist mein Chisel? Okay, wir brauchen den Chisel noch. Kann natürlich sein, dass ich jetzt einfach nur blind bin gerade oder so. Chisel. Da ist der Ei-Chisel. Und ich habe ein Ei, das ich nicht wollte. So. Und dann muss ich Tatsache zugeben. Achso, wir haben doch ein Swapping Wand, oder? Ja, sehr gut. Swapping Wand. Ich muss jetzt irgendwas hier lassen. Und ich würde sagen, wir lassen einmal Concrete hier, weil noch brauche ich das am Anfang nicht. So, du solltest dich automatisch. Oh, perfekt. Na. You don't have this block. Okay. Ein Glück. Wir brauchen dann hier gleich noch einen Übergang. Da muss ich auch nochmal gucken, wie ich das mache. Wir brauchen einen Weg quasi hier lang und einen Weg. Ich hätte gerne noch eine große Brücke hier rüber. Zum Haupteingang. So, und wir können jetzt quasi die Gears hier tauschen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir mit den Gears machen. Ob wir die gegen diesen hier tauschen oder gegen einen anderen Block. Weil ihr habt schon recht, irgendwie. Also, da gab es ja einen Kommentar zu. Irgendwie passen die nicht so ganz da rein. Ich bin noch überlegen, ob ich einfach diese Future Blocks hier nehme. Mal gucken, wir können mal gucken, was es noch so gibt. Vielleicht erweitere ich meine Palette noch. Vielleicht auch einfach nur den Rusty Factory Block hier. Aha. Nein. Den hier? Die habe ich gerade nicht. Naja. Ich weiß, da liegen Blöcke auf dem Boden. Es tut mir auch leid. Chisel. Ich glaube ehrlich gesagt, das wäre der beste Weg, weil die Kombination einfach passt. Dann sind zwar unsere Wege gleich mit denen, aber das ist ja im Grunde gar nicht so schlecht. Dann könnte man diese Dreierteile einfach dafür benutzen. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Moment. Ich chisel gerade mal einfach alle. Wir tauschen die mal. Ich weiß, ich muss die gleich noch einsammeln. So. Ist vielleicht gar nicht so übel, wenn wir die drin haben. Dann können es immer so kleine Wege zwischen den einzelnen Einheiten sein. Das ist auch gar keine so üble Idee. So. Dann ziehen wir es jetzt einfach mal hier durch. Ich habe noch gar nicht gecheckt, ob es passt, ne? Mittlerweile schon mal ein Stack aufgebraucht? Nö, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die vorne wirklich so lang gezogen habe oder ob das jetzt gerade hier schon wieder ein Fehler ist. Nein. So, kann ich jetzt die restlichen Blöcke hier einsammeln? Ich sollte nicht mit so vollem Inventar rumrennen, das ist unglaublich. So. Nein. Okay, kurz mal ins Bettchen gehen. Ich sollte mir wirklich ein Bettchen zulegen. Hier hinten irgendwo. Oder einen schnelleren Zugang hier zur Hütte oder so. Ich glaube, ich nehme gleich einfach mal ein Bett mit raus. Wir bauen uns einfach ein neues und dann ist das gut. Das Bett ist hier sowieso noch, naja.
So, nehmen wir die beiden. Ich nehme die jetzt erstmal raus hier kurz, damit wir ein bisschen Platz haben. So, wir brauchen etwas Wood. Und wir brauchen String. Und dann brauchen wir das hier. 1, 2, 3. Chuck. Chuck. Wool. Die einfachsten Sachen fehlen uns hier teilweise. So, weißes Bett. Okay, stellen wir dann einfach auf die Baustelle und dann können wir da pennen. Das ist auch gut. Muss ich nicht die ganze Zeit immer wieder hin und her rennen. Was machst du? Woher kommst du vor? Das ist viel wichtiger. So, und dann gucken wir uns gleich mal in der Gesamtheit an, wie der Boden hier aussieht. Und dann sehen wir mal. Ja, doch, habe ich abgeschlossen hier. Sehr gut. Nein! Gleich falle ich runter, ne? Muss ich ein bisschen aufpassen hier, nicht, dass ich wirklich irgendwo runterfliege. So, 1, 2, 3. Oh, da hinten sind noch solche. Ha! Können wir euch gleich noch ausswappen. Oh. Ja, nichts mit swappen. Oh Gott. Ich befürchte gerade Schlimmes. Ich befürchte gerade. Was sind hier nämlich? Achso, gut, das ist egal, der kommt eh noch weg. Aber. Ich befürchte gerade, dass wir hier hinten ein kleines Problemchen kriegen. Mal gucken. Nein. Drei. Chuck, chuck, chuck. 1, 2, 3. Yep. Verdammt. Darauf habe ich nicht geachtet. Okay, das heißt, wir müssen entweder die Seite hier vergrößern oder uns was anderes einfallen lassen. Hm. Ich sehe da allerdings gerade keine wirklich. Oder habe ich hier. Ach nee, ich habe am Rand. Oh, okay. Gott. Ich nehme alles zurück. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich super. Jetzt renne ich hier erstmal lang gleich und nehme die Seite hier weg. Gut, alle Blöcke, die mir jetzt runterfallen, sind mir tatsächlich egal. Hättet ihr mir doch gleich mal sagen können, Mensch, ey. Lasst ihr mich hier erstmal auflaufen, ne? Okay, so. Ja, komm. Eine Runde hier runter. Kann ja nicht schaden. Ich weiß, die sind nicht teuer, aber ich muss sie trotzdem aufheben. Es tut mir leid. So. Okay, dann ist das schon mal erledigt. Ja. Schon wieder dieser Song. Also der will uns echt nicht in Ruhe lassen, ne? Boah, fliegen wäre jetzt echt angenehm.
So. Chuck. Chuck. Chuck, Chuck. Chuck, Chuck. Chuck, Chuck. Und fertig. Okay, jetzt nur noch die Querlinien. Momentan sieht es ja sehr interessant aus, das ganze Ding. Ich meine, es bleibt ja nicht beim Boden. Es kommen ja auch Säulen und Wände und so rein, aber trotzdem. Oh. Hallo. Natürlich genau. Wir haben hier hunderte Stacks oben, ne? Aber er reicht mir genau den nach, den ich nicht will. Als ob es Absicht wäre. Okay, Weg ist erledigt. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und... Seht ihr das? So, jetzt sehe ich den mal hier hin. Wo es jetzt eh egal ist, weil wir werden die danach eh nicht mehr brauchen, die hier. Und den Stack verbrauche ich jetzt nicht mehr. Sehr gut, so. Chiseln wir mal in die Wire um. Das wird eine ganz schön langwierige Action. Aber dafür sieht es danach bestimmt... Oh, ich will alle bitte, danke. Dafür sieht es danach bestimmt cool aus. Wir haben schon lange keine großen Gebäude mehr gebaut, ne? In Vorbereitung auf irgendwas. Ich glaube, das haben wir früher echt öfter gemacht. Wenn ich mir überlege, so erstes Let's Play, die Scheune, ich meine, das war ja alles noch ein bisschen anstrengender mit dem ganzen Zusammensägen und so, obwohl ich, das hier ist jetzt auch nicht viel einfacher. Gebe ich ja zu. So, und dann müssen wir mal gucken, wie es danach komplett aussieht, ne? Nicht, dass es jetzt voll scheiße aussieht und ich mich dann ärgere, dass ich hier alles mache. Ich glaube, so als Halle an sich sieht es ganz cool aus. Jetzt gucken wir mal von ein bisschen höher. Ja, doch, kann man auf jeden Fall machen. Und wir können ja die Spaces auch für verschiedenste Sachen nutzen, ne? Das ist der große Vorteil. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob es mir das mit dem gelben Rand gefällt. Oder ob wir theoretisch die noch weiter rausziehen müssten, hier die Wege oder so. Da könnt ihr euch immer zu äußern. Ich mag den gelben Rand sehr, grundsätzlich. Aber ich finde, das wirkt noch so ein bisschen so abgeschnitten. Vielleicht bauen wir die auch einfach noch ein bisschen... Oh mein Gott, ey, wenn ich die Wände noch jeweils eins rausziehe, da kriegt ihr ja die Krise, wenn ich das mache. Aber gut. Was tut man nicht alles, ne? Mich würde mal interessieren, woher ich diesen Song kenne. Der geistert mir jetzt die ganze Zeit im Kopf rum und ich habe auch so Jump-and-Run-Style-Bilder im Kopf, aber ich weiß nicht woher. Der Song ist sowieso cool. Ich weiß, ich habe gerade total viel zu erzählen über die Musik, die gerade läuft.
Aber es ist so anstrengend, das zu bauen. Ich glaube auch, wir müssen dann Tatsache erstmal irgendwas machen. Ich weiß, wir werden danach erstmal eine Painting Machine bauen, wenn wir hier mit dem Boden fertig sind. Bett, schlafen. Wir werden erstmal eine Painting Machine bauen. Und uns Glowstone Blöcke painten, glaube ich. Boah, ich wünschte mir so sehr, es gäbe Carpenters Blocks, ne? Aber dann weiß ich nicht, ob ich hier jemals fertig werden würde. Weil dann gibt es noch 1681 verschiedene Designelemente, die man noch zusätzlich machen könnte. Aber mit einer Painting Machine dürfte ich doch theoretisch jeden Block mit jeder Textur painten können, oder? Huh, wir haben es geschafft. So, mal kurz gucken. Builders Wand. Magical Wood, das sind einfach Bookshelves mit Gold und 4 Experience. Brauche ich da irgendwas Spezielles zum Craften? Weil hier steht 4 Experience. Aus welchem Mod ist denn das hier? Boosts Max Level of Enchanting Tables. Okay, das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir Magical Wood herstellen können. Oh, ich bin schon wieder völlig ausgehungert hier. Und dann gucken wir gleich mal nach der Painting Machine, ne? Wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir wenigstens so eine Kleinigkeit basteln. Könnten wir uns nämlich Glowstone-Blöcke painten und die mit einsetzen. Und wären so nicht ganz so dran gebunden, jetzt hier überall noch Fackeln oder Lampen aufzuhängen oder so. Klar, es gibt eine Menge coole Lampen, bla, aber trotzdem. So, erstmal Painting Paints. Item Puffer. Painting Machine? Painting Machine. Da finden Sie nur ein Chassis. Und wir haben eine Painting Machine. Okay, so haben wir Glowstone. Ein bisschen Glowstone haben wir übrig. Machen wir mal 2 Stacks. Und dann könnten wir die hier einfach mal kurz mit ranhängen. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, ich möchte das painten auf Glowstone. Okay, läuft. So, und dann Builder's Wand. Building Wand. Oh, das, der ist auch witzig. Okay, so, aber ich hätte gern den hier. Dafür brauchen wir das, dafür brauchen wir das. Nein. So. Okay. Ich habe weder Wood noch Books. Habe ich gar keine Books? Nein. Habe ich Paper? Ja. Habe ich Leather? Book. Einmal. So. Book. Wie machen wir jetzt? Machen wir bis Papier alles, ist egal. Wood.
Bookshelf. 1, 2. Builders Wand. Ah ne, für die... Oh Gott, ja, okay. Das funktioniert nämlich so nicht. So. Jetzt müssen wir mal in das Extra... Add Extra... Utilities. Okay, muss ich dafür eventuell irgendwas... Oder kann ich einfach das dabei haben? Und muss einfach nur die Level haben? Schauen wir mal. Ich meine, 4 Level, ja. Schmerzt mich jetzt nicht wirklich. So. Okay, wenn ich jetzt dich und dich hier nehme. Ja, klaut er mir die Level, okay. So. Noch ein Gold. Tschack. Und wir haben einen Builder's Wand. Ich weiß nur nicht, was ich damit Schönes machen kann. Also ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber du, wir haben jetzt 64 so gepaintet und dann brauchen wir noch diese goldenen. Weil ich noch nicht so ganz weiß. So, dann hätte ich gern den einmal in golden. Und würde den gern auch noch painten. So. Wunderbar. Funktioniert doch. Dann würde ich sagen, für die heutige Folge soll es aber gewesen sein. Wir machen dann genau an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Aber dann wird jetzt was Spannendes zu sehen. Lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.